Und dann kurz vor 8 hat er mich angerufen, dass die Kleine in Libyen ist. Ich frage mich jeden Tag, was sie gerade macht, wie es ihr geht, alles okay ist. Dass es sowas gibt. Also ich könnte es nicht. Ich finde ein Kind hört zu der Mutter. Ich habe eigentlich gedacht, er ist ein netter Mann. Die gesamte staatliche Ordnung ist ja zusammengebrochen da. An wen soll man sich wenden? Wer ist zuständig? Ja, wenn ich hier jetzt so sitze, dann fühle ich mich einfach nur leer. Mein großer Wunsch ist, dass meine kleine Weihnachten wieder bei mir ist. Und bitte. Ja, und dann waren die ersten 3 Jahre mit ihm auch eigentlich okay. Er war nett, lieb, zärtlich halt. Und aber nachher dann fing es dann an, wo er dann so, ich sollte alles machen, was er wollte. Also wenn er was gesagt hat, das wird so gemacht, musste ich das machen. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, die Kleine geht nach Libyen, wird da aufwachsen. Da musste ich sagen, ja. Weil sonst wurde er direkt aggressiv. Er ging direkt hoch. In die Richtung? Nein, also erst, wo ich schwanger war und die Kleine, ja, da war. Da fing er dann an, darüber zu reden. Nicht, ob er möchte, er will das. So was gesagt? Ja, das war der Trennungsgrund. Weil er halt mich öfters dann immer mehr terrorisiert hat, mir alles verboten hat. Ich durfte nichts mehr machen alleine. Ich musste mich anmelden. Die Liebe ist weggegangen. Ja. Also Liebe war nicht mehr mit im Spiel, als er so schlimm anfing. Wie war das? Also ich habe ihm nie die Kleine verboten. Hätte ich niemals gemacht. Und das weiß er auch. Sie sollte auch mit dem Vater aufwachsen. Aber die Zusammenleben mit ihm ging gar nicht. Das ging nicht mehr. Sobald er in meiner Nähe war, war ich ganz blockiert. Schreiben, wie er mit dir umgegangen ist? Ja, er war also liebevoll mit der Kleine. Also er hat viel mit ihr geschmust, viel gespielt, auch wenn er mit ihr zusammen war. Also liebevoll zu die Kleine ist er gewesen, ja. Und dann kurz vor 8 hat er mich angerufen, dass die Kleine in Libyen ist. Was hast du da gedacht? Ich habe erst gedacht, der macht einen Scherz. Ich war so geschockt. Ich habe gedacht, ich bin jetzt gerade im Traum drinne. Wie kann man das beschreiben? Also Wut auf jeden Fall. Und dann auch Hassgefühle sind hochgekommen, jetzt noch stärker. Und ich frage mich immer, warum er das gemacht hat. Die Frage stelle ich mich immer. Warum er die Kleine von mir weggebracht hat. Ja, natürlich habe ich Angst um die Kleine. Aber ich hoffe, dass die Kleine da unten jetzt bei der Familie auch, also ihr gut geht, das hoffe ich schon. Nur ich frage mich jeden Tag, was sie gerade macht, wie es ihr geht, alles okay ist. Weil ich habe ja absolut keinen Kontakt zu ihr. Wie sie da gefühlt hat? Ich denke mal, dass sie ziemlich gelitten hat. Weil sie ist sowieso ein Mama-Kind. Ja, und Papa dann auch noch weg. Ich denke mal, dass sie viel leiden musste. Die ersten paar Tage. Zum Beispiel ja, natürlich, wenn ich jetzt da unten, wenn ich die Nachrichten gucke, dann denke ich auch natürlich, wow, wie geht es jetzt meine Tochter gerade? Wo ist sie gerade? Wer hat die gerade? Bei sich zu Hause, klar denke ich darüber nach. Natürlich ist das auch sehr schlimm für mich. Mein großer Wunsch ist, dass meine kleine Weihnachten wieder bei mir ist. Ja. Okay.
geh nochmal zur Schaukel. Ja, wir haben, wenn ihr hier wart. Ja, wir haben hier gerutscht oder hier im Sand gespielt. Oder meine Freundin war auch hier mit den Kleinen. Da haben sie hier viel getobt. Geschaukelt auch viel. Wenn sie hergekommen? Ja, sie hat immer gelacht, immer. Egal, wo wir waren. Sie hat immer gelacht. Ja, wenn ich hier jetzt so sitze, dann fühle ich mich einfach nur leer. Einfach nur leer. Vielleicht? Also ich habe die Hoffnung, dass ich meine Kleine schnell wiederbekomme. Auch wieder mit ihr zusammen hier hinkommen, auf dem Spielplatz. Meine Angst ist, dass meine Tochter mich nicht wiedererkennt. Warum? Ja, das ist meine Tochter und wenn man ein Kind hat, das Kind ist ein und alles für eine Mutter. Deswegen ist es auch so schlimm. Das stimmt. Gleich hier Silvester. Hier bei mir in der Küche immer, Kühlschrank. Foto. Tut die so eingebildet. Ne? Das ist Amina. Der kleine Sonnenschein. Das Kind haben wir uns ist. Ich hoffe es. Ich auch. Ja, wie die jetzt aussieht. Ja, Puppen an, ne? Mhm. Ja, so lieb der Hunde. Ja, wenn die ihr Küste im Mund hat, ihre Puppe wieder. Die guckt auch immer so in die Kamera, ne? Wenn du klebst. Hier nicht, was ich hier.